Schlösser. Bogen Samurai, ja, das war einfach. Bogen Samurai. Für hier, nochmal ein Bogen. Ja, Bogen Samurai. Bogen Samurai. Nochmal Yara Ashigaru an der Flanke geschützt. Hinten Krieger Nonnen. Und nochmal Ashigaru. Ne, das sind die Samurais. Yara Samurai. Krieger Nonnen. Hat nicht jeder, gut. Und sein General. Er ist auf. Schwert? Geskillt? Keine Ahnung. Jetzt kann man ja genau erkennen, auf was die geskillt sind. Versucht mal vermuten, dass er die auf Schwert geskillt hat. So, wir gehen jetzt mal zum Heiko. Ah ja, unser. Sehen. Hier ist der Joro. Hier ist auch einer. Gut. Er hat schon mal Kalorienwald, die immer wieder nicht die Flagge zeigen. So, hier haben wir die Briten. Briten. Nee, ich dachte, das sollen die Briten schützen. Das sind die Yari. Kavallerie. Und nochmal Yari. Oder können das die Leiche sein? Nee, das sind mir die Yari Kavallerie aus. Einer 2-Yari-Kavallerie. Ein Yari Ashigaru. Nodachi. Nodachi. Oh, wieder umbenannt. Eine Katana Samurai. Noch mehr Katana? Noch mehr Katana. Noch mehr Katana. Was hat er hier alles? Yari Samurai. Das sind alles Yari Samurais. Jupp. So, was hat hier vorne eigentlich? Unten Schloss. Ashigaru. Drei Stück. Dahinter. Bogen Samurai. Bogen Samurai. Bogen Samurai. Ganz nett. Gehen wir mal hier rüber. Hat er anscheinend gar keine Kalorien. Ne. Scheint wirklich nur die zwei haben ein bisschen Kalorien. So. Ach ja, was hat er denn geskillt? Kann man das erkennen hier? Auch Schwert? Könnte sein. Sind nicht alle auf Schwert geskillt. Zeig mir deine Flagge, Baby. Ah. Da hat er einen Special Move da wieder gemacht. Ja, man setzt sie vorher ab und erst beim Beginn der Schlacht setzt man sie wieder auf. Ja, das ist eine ganz typische Variante. Oder schenkt er die mit? Mal schauen. Manchmal schenkt er die auch, glaube ich, auch mit seiner Info als Fußtrupp. So, schauen wir mal nach. Was hat er hier gehabt? Lehnschwert, 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 Katana, Katana. Ach ja, unbenannt. Katana. Hier sind wieder die ganzen Yari-Samurais. So, was haben wir denn hier vorne? Schönes. Bogen Ashigaru. Bogen Krieger Mönchen. Bogen Samurai. Bogen Samurai. Bogen Samurai. So, wir sind Bescheid. So, wir können jetzt noch nichts sagen, denn er ist ja unbekannt. Er hat nur außen was stehen. Ach, es leckt ein wenig. Ja, Freps leckt mal wieder ein wenig. Hier sehen wir einen Bogenkrieger Mönch. Also könnten wir auf etwas vermuten. Das will ich momentan aber nicht laut sagen. Das hat wirklich pink gemacht. Schuhlette. Naja. Noch eine Schuhlette. Das ist eine Tuntenarmee oder was? Naja. Also hier Yari Ashigaru, Katana Samurai, Katana Samurai, der hat er anscheinend nicht benannt, somit haben wir es ein bisschen leichter. Katana Samurai, Katana Samurai, doch, Bogana, wer weiß, welche Sprache das ist. Tut mir leid für das Rumlecken, aber das ist immer bei Fraps. Hässlich, warum hat er grün genommen? So ein hässliches Grün, das war kein Grün. Also in Bogen Samurai. So, was haben wir hier? Katana Samurai. Nodachi. Nochmal, oder? Jetzt sechs ein wenig zu stark. Ich werde mal kurz unterbrechen und gucken, ob man mal was machen kann. Also bis. So, da bin ich wieder.
So, ich habe ein bisschen gelöst. Ich hoffe, es lädt nicht noch so stark. Ich muss einige Anwendungen schließen, die ich vergessen habe zu deaktivieren, aber es scheint sich nicht zu verbessern zu haben. Yep, scheint so. Es geht, glaube ich, momentan gar nichts mehr. Machen, was ich will. Vielleicht muss ich auch ein wenig andrücken. Vielleicht geht es dann ja. Und die Map ist einfach nur zu groß. Kann aber auch nicht wiederum nicht sein. So, ich habe mal geguckt nochmal, aber es scheint sich nicht verbessert zu haben. Oder doch, ich glaube, es geht langsam. Anscheinend musste man im Replays die Grafik runterschrauben. Ich habe es nämlich natürlich bei mir sehr hoch. Mein Rechner kann das eigentlich bringen. Aber dank Kombination hoher Qualität und Fraps, ich glaube, das bringt dann rein gar nichts mehr. Ich hätte gern so noch ein bisschen grafisch ein wenig angehaucht. Aber anscheinend muss ich das hier so machen. So. Wir machen jetzt mal schnell Pause, denn wir müssen erstmal zusehen, wie es hier vorangeschritten ist. So, wir sehen, der Spieler will wohin? Da frage ich wohin. Wenn wir hier rüber zu denen. Also, so laufen. Oder geht glatt durch die Mitte. Oder denkt so, na komm, komm ich von hinten. So, wir sehen schon mal, was er so frei gemacht hat. Na genau, der Krieger Mönch, Nyari Ashigaru. Hier, ach so, sein General. Samurai Bogen. Dann genau der Krieger Mönch. Bogen Samurai. Wie sehen die aus? Die sehen genauso sportlich aus. Naja, die, so. Und schauen wir. Die zwei haben sich schon mal zusammengetan. Das sieht man. So. Und der Rainer ist schon mal vor. Hat die alle miteinander in einer Linienform. Oder sowas das bringt. Keine Ahnung. Man vermute mal, das war einfach nur so genommen und zack. Vorwärts. Problem jetzt für ihn ist, seine Bogen und seine Lunden sind nicht in perfekter Position. Und der Gegner kann selbst schießen. Wie man ja schon an den. Ah ne, das sind seine Pfeile. Ich dachte. Hat er überhaupt Pfeile? Man muss auch schon Verluste gekriegt haben, oder? Keine Verluste? Oh, dann hat er Glück. Na denn. Ihr seht, er hat Luntis 1, Luntis 2. Oh mein Gott, was sind die für Namen? Das ist ein kontrapunter Haufen hier. Das ist schrecklich. Ja, Giftgrün. Rot. Schwuchteln, ach du Scheiße. Naja, wir sehen, er hat hier drei. Ah, das sind zwei normale Lunden Ashigarus. Und da drüben haben wir die Lunden Kriegermönche. So, was hat er hier noch so? Bogen Samurai. Bogen Samurai. Eine Lehnschwert. Eine Bogen Samurai. Hier. Lehnschwert. Lehn ein. Nur das G3. Da ist wohl nicht kreativ in den Namen geben. Eine hässliche Nodachi-Armee.
Also das ist wenigstens verdient zu zerschlagen. Also das kann ja nicht wirklich sein. So kunterbunter Haufen. Das ist ja schrecklich anzusehen. Ich sehe mich hier nicht in Köln. Meine Fresse. Na denn, Nummer Notachi, na genau, der Kriegermönche ganz hinten, eine Yari Samurai ist ganz hinten, nochmal eine Yari Samurai. Und sein General. Die sind alle aufs Schwert geskillt. Na, dann kann man das hier nicht so erkennen. Aber jetzt kann man es erkennen, auf was die geskillt sind. So, sein Freund hier kommt mit was? Eine Yari Ashigaru, eine Notachi Armee, noch eine Notachi. Ach, mit irgendwas Unbekannten, was kommt denn da an? Nochmal Notachi, er scheint ja nur auf Notachi ausgeht zu haben. Er hat hier was am Bogen. Bogen Samurai hat er dreimal. Notachi, Notachi. Ah ne, er hat dann den Katana Samurai. Da auch mal dazwischen. Katana Samurai, Katana, Katana, Katana. Und eine Yari. Nur mal als Schuss für die Flanke. Das ist schon mal nicht dumm. So. Und hier kommt jetzt langsam Taigo. Hier rüber. Rainer hier. Somit haben sie auch eigentlich eine relativ gute Position. Nur das. Teilweise ein wenig zu spät kommt anscheinend und Rainer momentan ja beschissen aufgestellt ist. So, und Juro wird wahrscheinlich noch hier als Unterstützung kommen. Ist aber noch kein Problem, denn wir wissen ja nicht, wo der noch hin will. Damit wäre es hier momentan ein echtes 2 gegen 2. Nur diesen momentan besser aufgestellt. Der stellt sich noch auf und der wird relativ schnell da sein. So. Problem für ihn hier wird wahrscheinlich die zwei große Garden werden. Da müsste er eigentlich eine Yaris vorschicken, hat aber zu wenige Yaris. Dementsprechend könnten die ihn die ganze Zeit hin und her umkreisen und dann perfekt reinrennen, wenn er es braucht. Gefahr aber für Rainer ist momentan. Rainer, sagen wir gerne Rainer oder so, ja, ich weiß, ist, dass die Lunden ihn zerbomben können, richtig zerschießen. Damals waren sie noch ein bisschen stärker. Heute sind ein bisschen schwächer gemacht worden. Ich weiß nicht, ob die heute jetzt noch so gut sind. Die sind bestimmt noch gut für richtige Verwendung. Damals konnte man Alpha böllern, auch wenn die Einheiten mit drin waren. Die haben weniger Verluste. Heute kriegen die eigenen Einheiten dementsprechend genauso viel Schaden und Moral, Mali, wie die gegnerischen. Damals war es nicht so. So, kommt hier langsam an. Wir machen mal weiter. Da schießt er schon, die schießen auch schon. Ja, bestimmt auf die Katana Helden. Ja, das sind die Katana Helden. Ich werde heute den Kosten um einiges, also so dumm ist es jetzt nicht, da ein paar umzubringen. So, so der Typ da alles vor. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Da blinken schon die ersten. Warum auch immer. Man hat mal einen Mann verloren. Und die blinken schon, na herrlich. So, jetzt schickt er die langsam in Position. Das ist ein bisschen fehlerhaft, denn er schickt die jetzt alle auf einen Punkt anscheinend. Nächster Fehler von ihm. Oh mein Gott, die sind ja viel zu viele Fehler. Machen wir schnell Pause. Da ihr seht, sein Fehler war alle, aber wirklich alle Infanterie. Oder? Hat nochmal? Ne, alle Infanterie auf einen Punkt zu konzentrieren. Man sieht, zumindest verlieren alle anderen, bis auf natürlich ein, zwei, den Angriffsbonus. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und jetzt kann der noch hier mit den paar Einheiten noch in die Flanke gehen. Wenn er jetzt noch clever ist, stellt er den Rest vor und kann ihn noch schön flankieren. Er könnte auch für irgendwelche paar Einheiten abziehen und hier rüberkommen. Micromanagement. Mäßiges schlecht. Das so ist wirklich schlecht. Mittlerweile hat er sich ja bestimmt verbessert. So ist es jetzt nicht. Vorteil natürlich ist hier, große Garde, die rennt regelrecht auf die Lehnschwerter und die werden ganz schnell weg sein. So, schauen wir mal hier rüber. Er hat mittlerweile schon mit den Schießen sein Bogen begonnen. Auf die Lunden Ashigaru. Die schießen aber mehr, oder? Ich hätte gedacht, er würde die auf die Nahkampfinfanterie schießen lassen. So, dahinter kommt der Bogen. So, wie wir sehen, er kommt auch hier rüber. Der Jura hat hier die Einheiten rennen lassen. Nehmen wir schon jetzt aus der Atem.
haben keine Luftmeldelungen und müssen sich wahrscheinlich erholen.